So, hallo und herzlich willkommen hier beim siebten Teil bzw. der siebten Mission von Warcraft 2. Wir sind hier jetzt in der sechsten Mission siegreich. Hurra! Und das überspringen wir ganz schnell ab zur Missionsbeschreibung. Vorausgeschickte Späher haben Grimbatol gefunden, wo sich die meisten Raffineriebetriebe der Horde in Kosmodam befinden. In der Hoffnung, der Horde nun einen entscheidenden Schlag zu versetzen, hat Lord Lothar sie zum Eindringen in Grimbatol beauftragt. Bereiten Sie den dortigen Aktivitäten der Orks ein Ende! Lothar glaubt, dass die Orks nach Zerstörung von Grimbatol keine weitere Verwendung für Kosmodan haben und ihre Truppen auf das Festland von Azeroth zurückziehen werden. Ein Sieg bei Grimbatol dürfte die Horde vorerst in die Defensive drängen. Tja, dann geben wir der Horde doch mal mächtig auf die Mütze. Ich muss gestehen, ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt, weil mir auch dann die Aufnahme versagt hat und schnick, schnack, schnuck. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das jetzt hier ein bisschen zügig durchreisen, damit wir hier nicht so lange dran rumhängen. Na, das war aber tüchtig hier. Da hat die KI ordentlich geschlampt. Das läuft doch schon mal sehr gut. Holen wir unsere Homo-Elfen. Nicht, dass ich was gegen Homo-Elfen hätte oder gegen Homos oder gegen Elfen, aber ich finde, es hört sich schon so ein bisschen so, hallo. Jetzt habe ich es mal wahrscheinlich wieder mit ganz vielen Leuten verschissen. Die erscheinen mir da oben auf der Karte trotzdem rot, auch wenn ich sie erobert habe. Na gut. Lass mich auch ein bisschen nachschauen. Ich weiß natürlich, da kommt jetzt gleich der Wachturm. Und als eingeschworener Feind von Wachtürmen. Das hört sich an, als wäre ich ein großer Gegner von den Zeugen Jehovas. Nein, so ist es natürlich nicht. Eine Runde und weg ist der Turm. Sehr schön, weil ich auch ein großer Freund von wilden Speicherorgien bin. Speichere ich hier schon mal ab. Jawohl. Ich muss sagen, das läuft wirklich sehr, sehr schön hier. Ja, wunderbar. Dann ab mit euch mal hierher. Und ihr zieht natürlich hier auch hinterher. Läuft, läuft bisher. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Irgendwann habe ich es bestimmt schon erwähnt, aber ich finde den Soundtrack einfach wirklich, wirklich sehr gut. Man kann so ein bisschen dran damit mitsummen oder singen. Aber drängt sich nicht unangenehm in den Vordergrund. So muss das. Und dann Überfahrt ins Feindesland. Und raus mit den Haubentauchern. Du bleibst da oben hier. Schon unterwegs. Der Ritter, der hat doch auch ein paar Anabolika-Pillen zu viel gefressen, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass man sich so anhört. Was soll das? Was soll das? Nee, nee. Da ist so ein paar Stierhoden.
Schon unterwegs. Was soll das? Warum auch nicht? Was soll das? Okay, okay. Achso, da kommt hier nicht weg. Mal schauen. Hey, Captain. Können wir jetzt mit diesen Fähren hier noch was anfangen? Ich glaube nicht. Jetzt erstmal alles hier rüber. Und wieder speichern. Ich werde noch häufiger speichern. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich glaube, die Fähren sind jetzt wirklich komplett nutzlos, oder? Täusche ich mich? Ich fahre hier jetzt mal noch schnell die Küste ab. Vielleicht täusche ich mich ja, aber... Ja gut, da haben wir dann später auch genug Zeit, das noch zu regeln. Ja. Schon unterwegs, in eurem Namen eine Ehre. In eurem Namen. Der läuft dann immer, wenn hier alles blockiert ist, oben rum. Und das ist natürlich schlecht. So, fahren wir hier jetzt mal. Ah, jetzt habe ich eine tolle Idee, pass auf. Schon unterwegs. Ich stelle hier jetzt mal meine Haubis mal hier hin. Ja, okay, das bringt auch nichts. Sei es, wie es will. Zu Befehl. Ja. In eurem Namen ist mir eine Ehre. Ist mir eine Ehre für den König. Das war doch jetzt einigermaßen gute Guerilla-Kriegsführung. Für den König. Möchte ich behaupten. Nichts wie weg. Für die Allianz. Nichts wie weg. Mein Herrscher, und du, damit ich hier habe. Naja, das wird schon, das wird schon. Ich sehe schon, das wird schon. Wow, 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 wow. Okay, das war jetzt zu viel versprochen. Das, im Gegenteil, das war äußerst suboptimal. Ja, wobei. Was passiert denn hier eigentlich? Ich komm jetzt fahre ich mal nur mit einem. Wie kann ich besser steuern? Hm? So. So läuft das doch. Jetzt hören mich jetzt zwar nicht, was passiert, aber. Also, so gefällt mir das. Ah, nix S. Speichern. In eurem Namen. Er kommt doch jetzt noch. Ja. Wo ist denn hier der zweite Turm? Da ist doch noch einer. Da ist er doch. Und guck mal hier. Bam, Euder. Oh, oh. Ah, ja, ich weiß, es ist ein bisschen zäh. Aber es hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Jetzt tatsächlich sehr stark hier die Katapulte zu schützen. Weil die, wenn mal Feuer fangen, dann ist aber Polen offen.
Man könnte hier natürlich auch einfach mit der schieren Manpower die Wachtürme überrennen, aber Leute, glaubt mir, das wollt ihr gar nicht ausprobieren. Und hier unten noch, da die Arbeiter, gut. Ja, also wegen einem Schuss wollen wir jetzt nicht rumtun. Hm, was haben wir hier? Ja, da guckst du. Da guckst du, Ludwig. Oh, fuck. Ich lasse auch das jetzt einfach mal durchgehen, auch wenn es jetzt nicht so optimal gelaufen ist, aber... So, insgesamt geht das schon. Oh, läuft, ne? Machen wir mal alles mit Katapulten, was sich mit Katapulten so machen lässt. Schon unterwegs. Schon unterwegs. In eurem Namen. In eurem Namen. So, jetzt haben wir uns den Durchgang geschaffen. Auch gerade keine Gegner mehr übrig zu sein, die uns hier das Leben schwer machen. Nice. Und ich glaube, euch zwei können wir auch noch nachziehen. Und die Arbeiter hier unten. Euch habe ich doch nur da geparkt. Euch habe ich doch nicht vergessen. Nein. Und dann vielleicht manchmal so vor, aber würde ich nie tun, ganz, ganz ehrlich. Aber warte mal, ich glaube, ich erinnere mich gerade. Ja, guck mal hier. Genau den Haubentaucher habe ich gemeint, so. Terre, terre. Das Unternehmen Allianz. So, nachdem hier oben bestimmt irgendwo das. Ja, also. Genau das habe ich doch gesucht. Das Rathaus. Auch gleich mit dir her. Ach ja, dich nehme ich mal mit. Weil, wie gesagt, wir brauchen diese Fähren nicht mehr. Und so leid es mir tut, aber die werden wir jetzt dann gleich vernichten. Feindliche Gebäude. Nix, ne? Das ist sehr schön. Stellen wir hier mal was ab. Warum auch nicht? Ja. Okay, und ich würde sagen, ein Rathaus macht sich hier sehr gut. Da stehen wir jetzt ein bisschen im Wege. Oh, komm. So, haben wir es jetzt bitte. Was bilden mich hier so mit der Maus? Jetzt runter. Zack. Ihr könnt schon mal mit
Ach nee, fangen wir doch mal mit Holz. Ah, egal. Dann können wir hier in der Zwischenzeit unsere Fähren zerstören. Ja, es tut mir ein wenig leid, aber man muss im Krieg pragmatisch bleiben, ne? Ist so. Und euch hier? Wie geht's dir so? Als ob Schafe grunzen. Das ist mir aber ganz neu. Komm, helf mal mit. Warum auch nicht? Könnt ihr nicht, oder? Was soll das? Ach, zu wenig Holz. Okay, dann müssen wir hier wirklich warten, bis der da fertig ist. Dich holen wir wieder nach oben. Sehr gut. Warum auch nicht? Ja, alles klar. Oh ja. Okay. Ja? Jetzt warte ich bloß, bis die da wieder rauskommen. Als nächstes möchte ich mir eine Sägemühle bauen. Schon wieder verpasst. Es ist aber auch ein Kreuz hier mit mir. So. Jo. Schau mal, können wir jetzt die Geschwindigkeit hier mal ein bisschen hochdrehen? Ah ne, wir speichern. Das ist noch besser. Und jetzt drehen wir mal das Tempo ein bisschen hoch. Mein Spieltempo ist schon ganz schnell. Dann drehe ich die Tempo von der DOS-Box mal ein bisschen hoch. Hilft auch nichts. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal warten, bis wir hier ein bisschen mehr Holz haben. Ja, reicht doch schon. Alles klar. Dann stellen wir hier gleich unser Sägewerk hin. Wenn wir das Sägewerk haben. Ja. Alles klar. Ja, alles klar. Alles klar. Können wir dann auch mal wieder ein paar Höfe bauen und hier mal ein bisschen die Bevölkerungsdichte erhöhen. Knickknack und so, wenn ihr versteht. Stimmt aber eigentlich. Gibt es eigentlich auf Seiten der Allianz irgendwelche Frauen hier? Ich glaube fast nicht. Was kostet denn so ein Hof? 500 und 250, das ist ja fast ein Schnäppchen. Dann stellen wir hier gleich mal einen hin. Hm? Wie viel Gold ist da noch in der Mine? 26.000. Okay, damit können wir ein bisschen was anfangen. Stelle ich dich hier mal ein bisschen vorgeschobenen Späher hin, weil mit 5 Hitpoints reißt der mir sowieso nichts mehr. Na, und du? Wunderbar. Okay. Ich hätte natürlich das Sägewerk auch hier hinstellen können, um hier ein bisschen Platz frei zu machen. Aber na gut. Wie es halt manchmal so ist. Ja, Milord. Ah, da brauchen wir noch ein paar Höfe. Ja, hier gibt es auch noch gut Holz. Was ist hier mit meinem Scout passiert? Haben sie den weggeschossen?
Eure Eminenz für die Allianz. Ne, der ist einfach nur nicht gelaufen. Oder habe ich den gar nicht losgeschickt? Ja. So, jetzt aber Freundchen. Für die Allianz. Jetzt hier hinstellen und Elbenaugen offen halten, ne? Nichts wie weg. Ach, da ist gar nicht mehr genug Platz. Okay. Also ein Hof gibt uns vier Dingenskirchen, ne? Vier Versorgungspunkte. Das heißt, wir müssen nach Adamriese noch mindestens drei bauen, wie wir hier wieder ein bisschen aufstocken können. Oh, na gut, macht ja nichts. Zwischendurch habe ich schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich, ne? Hier so ein bisschen herumspeichern. Warum auch nicht? Haben jetzt hier zwei, die in die Goldmine laufen? Ja, okay, komm. Und schon können wir wieder einen Hof bauen. Ja, Milord. Jetzt nimmt das Ganze allmählich Fahrt auf. Haben, können wir nämlich hier ein paar zusätzliche Arbeiter machen und uns dann die Wirtschaft so richtig... Ach komm, jetzt habe ich aus Versehen diesen Zeppelin hingeklickt. Ja, auf jeden Fall kann man dann die Wirtschaft so richtig schön aufbauen. So. Yes! Ja. Gibt's Schweineschnitzel. Alles klar. Juhu! 17 Produktion, 17 Verbrauch. Da können wir noch nichts mit anfangen. Aber gleich. Aber gleich. Und dann geht's hier rund. Also im ökonomischen Sinne. Du kannst eigentlich gleich... Ja, komm, mach du mal ein paar Goldmünzen hier. Und währenddessen bauen wir hier weiter Bauern. Schön brav, immer weiter Bauern bauen. Zu Diensten. Was soll das? Ja, Milord. Wir haben nämlich hier, das ist das Schöne, alle Zeit der Welt, hier unsere Basis allmählich hochzuziehen. Zu Diensten. Hallo, ja, Milord. Und hier diese Goldmine so richtig schön zu plündern. Zu Diensten. Hallo. Okay, alles klar. Jawohl. Nächsten schicken wir dann doch lieber gleich zum Holzhacken hier. Und schon sprudeln hier die Ressourcen nur so rein. Wunderbar. Und als nächstes bauen wir einen Hafen. Den brauchen wir nämlich ganz dringend hier in dieser Mission. Und dann werden wir uns gleich hier mal, wo ist denn hier die nächste Ölquelle? Hier. Unter den Nagel reißen, aber damit, das verrate ich euch auch gleich, werden wir uns nicht zufrieden geben. Na komm. Sieht jetzt irgendwie schon aus wie so ein Bootsschuppen, ne? Schon ganz passabel aus, aber... Noch ist nicht ganz fertig. Jawoll! Hof dazu. Ja, okay.
erledigt. Fleißiger Mann, aber noch ist hier nichts mit Feierabend. Captain auf Brücke! Jo. Mushashi, du darfst einen Ölbohrturm bauen. Und wie viel brauchen wir noch? 450? Das dürften wir ja gleich haben, oder? Halt! Warum auch nicht? Jawoll. Right, Captain! Schon geht's los. Dass wir uns auch die Seemacht sichern. Wunderschön. Hier unser Gelbdachsiedlung. Sollen wir hier schon mal ein bisschen die Kampfkraft erhöhen? Nee, momentan haben wir zu wenig Holz. Ich glaube, das lasse ich noch ein bisschen. Was soll das? Erledigt. Was hast du gebaut? Ach ja, die Raffinerie, das ist brav von dir. Warum auch nicht? Arbeit ausgeführt. Dann schnappen wir uns ja gleich noch einen. Dann bauen wir uns hier noch einen Tanker, weil da oben ist, soweit ich weiß, auch noch eine Ölquelle. Und dann bauen wir uns da gleich noch eine Gießerei neben dran. Die auf mich Brücke! Auch. Alles klar. Skipper? Wie gesagt, das funktioniert hier auch nur so schön, weil wir momentan keine Angriffe zu befürchten haben. Komm, ein bisschen mehr Holz. Ach komm. So, jetzt hast du das Gelände erkundet. Komm mal jetzt. Na, also. Was steht ihr jetzt so rum? Ach, ihr könnt kein Holz mehr hacken. Ist euch ausgegangen, ne? Ja, das verstehe ich. Als nächstes bauen wir uns eine Fähre. Erledigt. Was soll das? Ja? Und du, na rate mal. Richtig, du darfst auch noch eins haben. Auf Brücke! Segel setzen? Also! Arbeit auf unterwegs, Skipper! So. Oh, Captain! Hallo! Alles klar. Okay, mit den nächsten vier Nahrungspunkten. Wenn wir uns erstmal so, wie heißen die Dinger eigentlich? Schlachtschiffe. Wenn wir uns erstmal so ein paar Schlachtschiffe bauen. Und uns dann mal hier ein bisschen in die südlicheren Gewässer wagen. Höfe kann man nie genug haben. Und das reicht uns aber nicht, da wollen wir gleich noch einen. Da werden wir uns jetzt hier gleich noch ein bisschen Panzerung dazu holen. Ja, ja. Warum auch nicht? Ja, 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 ja. Warum auch nicht? Auf Brett.
Strecke. So, jetzt wird es hier bald ein bisschen eng. So, vom Holznachschub hier. Aber auch das kriegen wir hin, ne? Dann könnt ihr hier noch ein bisschen weiter hacken. Ja, ja, ja. Das geht schon, das geht schon. Hey, guck mal, dann können wir hier. Ach, zu wenig Öl. Jetzt das auch noch. Skipper, schon unterwegs. Dann verstärken wir halt die Schiffspanzerung. Da haben wir ja alle was davon, auch die Pferden. So, jetzt wird es hier gleich ein bisschen eng. Ja, stehen sie dann wieder rum und wissen nicht, wo sie weitermachen sollen. Ah doch, guck mal, die sind schlau. Die sind schlau, die Männer. Außer du bist doof, ne? Ah nee, halt, da ist noch einer. Ich bin doof. Ja, weißt du was? Noch einer, ne? Ein geht noch. Was? Ach, ich kann hier nochmal nachlegen. Ja, das ist natürlich stark, ne? Und dann muss ich nicht mal Öl dafür bezahlen. Das ist gut. Jetzt steht ihr da so rum. Komm, macht ihr hier mal dieses Wäldchen weg. So. Leute, das war wohl nix hier. Na, dann gucken wir mal, was da rumsteht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ich grüße dich, was? Sie greifen uns an. Am Arsch greifen die uns an. Mathbite, es geht hervorragend voran. Ich spiele jetzt nur ungefähr zum 17. Mal hier die... Was ist jetzt da los? Komm. Zum 17. Mal hier die siebte Mission. Einfach allein aus dem Grund, weil ich hier irgendwie immer die Aufnahme unterbrochen gekriegt habe. Oder, ne? Gründe sind ja mannigfaltig. Aber das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier so richtig dicke Ahnung habe, Junge. Warum schießt ihr denn nicht? Ja, komm, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, also. Stream hat sich aufgehangen. Ja, das ist natürlich unerfreulich. Warum schießen die denn nicht? Schießt doch! Kein Problem, ich habe nur gesagt, dass ich die Mission jetzt gerade schon so das 17. Mal ungefähr spiele. Was aber dazu geführt hat, dass ich jetzt hier alle Tricks und Kniffe hervorragend kenne und die Karte fast auswendig. Ich glaube, diese Insel, genau, die ist gar nicht bevölkert. Wunderbar. Oh ne, halt. Ihr bleibt jetzt einfach mal da. Und dann kann ich mir hier gleich wieder ein paar Arbeiter nachproduzieren.
die dann hier meine Eskapaden weiterfahren. Ah ja, wobei ist auch gar nicht mehr so viel übrig hier von der Goldmine. Na komm. Ein Arbeit reicht erstmal, bis hier die Goldmine zusammenbricht. Ja, warum auch nicht? Ja, Milord. Hi, Captain! Wunderbar. Hi, Captain! Wie geht's dir eigentlich? Hi, Captain! Schon unterwegs! Ah, ja, genau, und ich wollte noch erzählen, ne? Ich hab mir jetzt, nachdem ich ja immer so die richtig dicken Motorräder gehabt habe, also so Yamaha R1 und, ne, also so richtig brumm, so 170 PS und so, bin ich jetzt, unter die Motorrollerfahrer gegangen, tatsächlich. Richtig schön gemütlich. Geschafft von der Arbeit. Na, das ist ja aber zumindest mal nobel. Jo, Vorabgabe eines Schusses. Komplett versenkt den Meier. Brumm, brumm. Ganz genau. Nee, das Ding, das ist total bequem. Also, Automatik, einfach nur bremsen, Gas geben, muss nicht schalten und nix. Automatik, ja, also wirklich, wirklich toll. Ja, wunderbärchen, kleines Bärchen. Hier hin und schießen da noch rum. Du hast hier jetzt natürlich ganz brav ein Rathaus gebaut, das erfreut. In der Zwischenzeit geben wir hier unseren Schiffen noch ein bisschen mehr Kampfkraft. Das wird die Art von. Ja, Diablo, ne, das wäre schon irgendwie fein. Ich glaube, ich stelle hier die Fähre gleich mal hin. Die Goldmine macht es auch nicht mehr lang. Nee, die macht es wirklich nicht mehr lang. Ui, guck mal, was wir da vergessen haben. Siehst du, was ich sehe? Ah, jetzt hat es endlich mal zerlegt. Du hast jetzt auch... Für die, was wie Big Box? Oh, die Big Box, du Schweinehund. Ich hatte ja auch so, ja, mit Handbuch und ich glaube, es war nicht sogar eine Karte drin? Oder täusche ich mich da jetzt ganz schwer? In irgendeiner Collector's Edition. Ah ja, jetzt steht er hier rum, ne? Jetzt wisst ihr nicht, was er machen sollte. Alles klar. Deshalb kommt doch einfach mit hier schön auf die Arbeitsinsel. 15 Euro, unglaublich. Ich sag dir, die Sachen, die werden irgendwann noch ganz viel Geld wert. Ach komm, ihr Totholzfahrer. Dann bauen wir uns hier noch einen Öltanke. Was macht ihr? Ihr steht jetzt da im Eck, ne? Ja, Milord. Ist viel besser als arbeiten, ja, kann ich verstehen. Komm. Ja, Milord. Captain auf Brücke. Also was, um hier die Wege kurz zu halten, wird hier ein Sägewerk direkt ins Wald gebaut. Okay. Ins Wald, das Wald, ja, ja. Ach, du meinst die Erweiterung. Das kann sein, ich habe mir das in einem Zweier-CD-Set gekauft. So. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Sie greifen uns an! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Wunder Bärchen! Freunde, Freunde.
So mag ich das ja gar nicht. Können wir dich jetzt mal lieber nach hinten? Schon unterwegs. Und dann machen wir hier mal diesen bösartigen Turm weg. Ja, also ich muss sagen, die hauen schon tüchtig rein. Wenn wir die hier einfach so stehen lassen, vielleicht können wir jetzt sogar schon gewinnen, ohne dass wir hier weiter irgendwas tun müssen. Apropos, ich habe lange nicht gespeichert. So, wunderbar. Oh no! Segel setzen, schon unterwegs. Haben wir jetzt schon gewonnen? Es könnte echt sein, dass wir jetzt schon gewonnen. Wahnsinn, jetzt hat man gewonnen. Okay, das war ja einfach mit 4 Schlachtschiffen. Zack, bumm. Ich habe mir hier schon mal richtig übel die Zähne dran ausgebissen. Ja, schön. Und wer, wo, wie, was uns in der 8. Mission erwartet. Und damit richte ich mich jetzt an meine lieben Zuschauer auf YouTube. Das seht ihr in der nächsten Folge, die sofort im Anschluss gemacht wird. Ne? Also, einfach weitergucken.